Ich möchte das ganz kurz fassen. Ich bedanke mich vor allem deswegen bei den Herausgeberinnen sehr, sehr stark, weil sie dieses Thema Volksschule zum ersten Mal in einem nationalen Bildungsbericht in den Vordergrund gerückt haben und ihm diesen Stellenwert gegeben haben, den die Volksschule verdient. Denn die Volksschule hat eine ganz wesentliche Funktion in einem ganz entscheidenden Lebensabschnitt der Kinder. Sie ist einerseits erste Schule in der Hinsicht, dass die Kinder, auch wenn sie schon mit dem verpflichtenden Kindergartenjahr schon in den Bildungsprozess eingetreten sind, verpflichtenderweise, als erste Schule erleben und die ganz wesentlich das Bild von Schule prägt, das die Kinder weiterhin begleiten wird. Sie ist eine grundlegende Schule insofern, als sie die Basis legen soll für das, was später im Bildungsprozess benötigt wird. Und sie ist im Unterschied zu allen anderen Schultypen in Österreich gedacht und geplant als gemeinsame Schule für alle Kinder aus allen Bildungsschichten und aus allen gesellschaftlichen Gruppierungen. Schauen wir uns das jetzt einmal etwas näher an. Was bedeutet es, wenn wir von der Volksschule als erster Schule reden? Es ist zunächst einmal so, dass dies vor allem den Schuleingang betrifft. Die Schuleingangsphase ist eine ganz sensible und wichtige Phase im Leben der Volksschülerinnen. Und wir müssen uns von einigen Dingen wahrscheinlich verabschieden, die im Volksmund ganz üblich sind, nämlich das Bild zum Beispiel von der vierjährigen, bruchlos durchlaufenden Volksschule. Tatsächlich ist es einmal so, dass nur 83% der Kinder die Volksschule in 4 Jahren durchlaufen. Es ist ja auch möglich, sie in der Vorschulstufe zu beginnen, und dann betrifft das 9%, die die Volksschule hat, in 5 Jahren durchlaufen. Auch etwas, was in der öffentlichen Wahrnehmung nicht so stark ausgeprägt ist. Aber interessant und vor allem für uns wichtig zu bedenken ist, dass die Volksschüler nicht alle bruchlos durchlaufen, sondern 8% werden umgestuft. Sie müssen Schulstufen wiederholen. Das heißt, sie erleben einen schon gebrochenen Bildungseinstieg. Dann fragt sich schon einmal, wie viel Prozent sind das überhaupt, die zum Beispiel für die Vorschulstufe eingestuft sind. Im Prinzip geht es einmal um 10% österreichweit, aber Sie sehen hier etwas, was uns immer wieder begegnet in unseren Analysen. Wir sehen etwas, was ich als Föderalismus-Artefakte bezeichne, nämlich 22% sind in Salzburg und 2% sind in der Steiermark. Und das ist nicht dadurch erklärbar, dass die Salzburger Kinder so wenig weit entwickelt sind mit 6 Jahren, sondern das ist dadurch erklärbar, dass es verschiedene Steuerungsphilosophien gibt, die hier zur Geltung kommen. Tatsächlich ist es ganz entscheidend, hier zu sehen, dass nur ein Viertel dieser Kinder, egal wie sie eingestuft sind, jeweils schulstufenübergreifende Klassen in der Eingangsstufe besuchen, nämlich Klassen, in denen keine Umstufung, keine Selektion, kein Wechsel der Bezugsgruppe notwendig wäre. Und das ist eine der Empfehlungen, die wir geben würden, diese schulstufenübergreifenden Eingangsklassen auszubauen. Es ist doch ganz wesentlich, ob die Kinder und die Eltern das Bild mitnehmen, dass das eine industrielle Fertigungsstraße ist, ein Fließband, das im gleichen Takt sozusagen für alle Kinder abläuft, wo schon am Anfang geschaut wird, passt du dort auf das Fließband oder zu einer anderen Stelle, wo immer wieder an Artikulationsstellen gefragt wird, bist du soweit, darf ich oder muss ich dich noch einmal zurückpositionieren in diesem Fließband, oder ob Bildung als eine gemeinsame, in einer gemeinsamen Bezugsgruppe geführte Entdeckungsreise gesehen wird und als solche auch vermittelt wird, wo man sozusagen verschiedene Geschwindigkeiten hat, Individualität ausspielen kann, aber trotzdem in der Bezugsgruppe gemeinsam bleibt. Zweitens, was bedeutet, dass Volksschule eine grundlegende Schule ist? Sie hat einen Bildungsauftrag, der sozusagen die Basis schaffen soll für das, was im Bildungsgang weiter folgen soll. Einerseits geht es natürlich dabei um die Vermittlung der Kulturtechniken, mathematische Grundkenntnisse, Lesen, Schreiben, Rechnen und natürlich auch eine Orientierung im Bereich der Allgemeinbildung, die natürlich noch nicht sehr stark fachorientiert ist, aber trotzdem den Kindern Orientierungspunkte im Wissen, dass sie vielfach mehr haben als frühere Generationen, aber das immer unsystematischer und immer weniger verarbeitet, verstanden, miteinander in Beziehung und kontextualisiert wird. Die Frage ist allerdings, wenn wir uns die Definition des Bildungsauftrags ansehen, wie weit dieser grundlegende Aspekt von Bildung auch realisierbar ist. Der Lehrplan ist ein Rahmenlehrplan, der definiert, was im besten Fall möglich ist, sozusagen den äußeren Rahmen dessen, was unterrichtet werden soll. Die Bildungsstandards präzisieren das zum Glück in einigen Aspekten, allerdings nur für die Fächer Mathematik und Deutsch.
und machen das etwas fassbarer und konkreter und auch mehr auf den Bereich Literacy abgestimmt. Dazu kommen aber noch weitere Bildungsaufträge, nämlich eine Vielzahl von Unterrichtsprinzipien und Bildungsanliegen, die das Ministerium im Auftrag der Gesellschaft, im Auftrag gesellschaftlicher Gruppen an die Volksschule heranträgt. Das Spektrum ist sehr, sehr breit von sehr, sehr wichtigen Dingen, Gesundheitserziehung, Umwelterziehung, globales Bewusstsein, politisches Bewusstsein, alle diese Dinge sind ganz von großer Bedeutung. Die Frage ist nur, ist das alles sozusagen innerhalb einer Schule, innerhalb eines Rahmens, innerhalb des gegebenen Zeitfaktors zu berücksichtigen? Die Frage ist, da würden wir uns dafür aussprechen, diesen Bildungsauftrag ein wenig kompakter zu fassen, ein wenig konziser, denn zusammenzufassen und auch Minimalstandards einzuführen, wo man sagen muss, das muss wirklich erreicht werden. Denn wenn man sich weiter anschaut, wir werden diese Standards brauchen in weiteren Schulen. Was bedeutet das, dass die Volksschule als gemeinsame Schule gedacht ist? Ich sage gedacht, weil es nicht ganz stimmt. Die Volksschule ist eine gemeinsame Schule bis auf 1,5% der Kinder dieser Alterskohorte, die in Sonderschulen betreut werden, in Sonderschulen in die Schule gehen. Auch hier sehen wir wieder föderalistische Unterschiede. Wir sehen 3% zum Beispiel einer Alterskohorte in Sonderschulen in Salzburg oder 0,6% in der Steiermark. Verzeihen, dass ich diese beiden Bundesländer herangezogen habe, aber es scheinen halt dort sehr, sehr unterschiedliche Steuerungsphilosophien am Werk zu sein. Wie weit es sozusagen möglich ist, eine gemeinsame Schule, jetzt mal abgesehen von den Kindern, die die Sonderschule besuchen und für die wir uns sehr stark in Richtung Ausbau von Inklusion aussprechen, möglich ist sozusagen einen Querschnitt gesellschaftlicher Schichtungen, gesellschaftlicher Gruppen sozusagen abzubilden, möchte ich nur anhand eines Diversitätsbereichs herausgreifen. Es sind die Kinder, die zu Hause und neben Deutsch vielleicht, aber oder auch nicht Deutsch und zumindest eine andere Sprache sprechen. Es sind jeder vierte Schüler, jede vierte Schülerin im Volksschulalter sprechen zu Hause eine andere Umgangssprache neben Deutsch oder ausschließlich. Es unterscheidet sich aber sehr stark, wo ich jetzt in die Schule gehe. Wenn ich in ländlichen Bereichen mir das anschaue, da sind es nur 10%. 60% sind in Wien für die gesamte Stadt und in einzelnen Wiener Bezirken kommen wir nahe an die 100% von Kindern, die möglicherweise einen Migrationshintergrund haben. Somit ist die Verteilung auf die Schulstandorte sehr ungleichmäßig. Innerhalb der Bezirke gibt es ja wieder noch Verteilungen und Polarisierungen. Und die Fragestellung sozusagen, ob es eine Schule für alle Diversitätsbereiche ist, ob man wirklich in Kontakt kommt mit Kindern aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten, aus unterschiedlichen Herkünften, mit unterschiedlichen Diversitätsfaktoren, das ist hier die Frage. Oder ob nicht auf der anderen Seite gewollte oder vielleicht in vielen Fällen auch ungewollte Homogenisierungen passieren, eine Abstimmung mit den Füßen, wie sie von den Eltern teilweise durchgeführt wird. Schauen wir auch noch kurz auf die Bildungsziele und Lernergebnisse der Volksschule. Einerseits ist es so, dass der Bildungsauftrag ein Dreifacher ist, ein ganz wesentlich Dreifacher. Es geht einerseits darum, die Persönlichkeit der Kinder weiterzuentwickeln, nämlich zu Kindern, die Selbstzuversicht haben, die sich in Bezug auf Lernen adaptiert haben, die wissen, wie man lernt, die wissen, eine gewisse Selbstwirksamkeit sozusagen ausstrahlen. Andererseits geht es natürlich darum, Allgemeinbildung, Grundlagen zu sichern und zum Dritten Sozialkompetenz zu erwerben. Das heißt, sich in dem Feld, in dem sich die Schule eben befindet, miteinander zu bewegen, miteinander zu arbeiten, miteinander zu leben. Wenn wir uns jetzt die Ergebnisse anschauen, dann wissen wir eigentlich nur über einen kleinen Bereich, nämlich um einen durch die Bildungsstandards fokussierten Bereich über Large-Scale Assessments können wir auf diese Daten zurückgreifen und wir können dankbar sein, dass wir diese Daten haben, weil wir haben sonst nichts anderes wirklich Zuverlässiges, muss man ganz einfach sagen. Ich brauche da nicht länger stehen bleiben, denn tatsächlich hat Claudia Schreiner das schon sehr, sehr stark vorweggenommen. Wir stehen grundsätzlich im internationalen Vergleich mit der Volksschule etwas hinter vergleichbaren Ländern. Wir sind zum Beispiel im TIMSS bei 508 Punkten statt 525 Punkten, bei PIRLS bei 529 und so weiter.
Aber entscheidend ist, dieser Abstand ist nicht so groß grundsätzlich. Man könnte von Österreich sich vielleicht mehr vorstellen, dass mehr Leistung möglich wäre. Aber auffällig ist, dass die Leistungsbandbreite enger ist und dass Spitzenleistungen fehlen. Ein wichtiger Befund, auf den wir hinschauen sollten. Sorry, die Zahl ist falsch. 11% erfüllen die Mathematikbildungsstandards nicht. Ich habe die 12 genommen, die sozusagen Risikofaktoren noch dazu sind. Und die Lesekompetenzen sprechen ein ähnliches Bild. Das ist uns nicht vorgelegen. Bei unserer Analyse sind wir zu ähnlichen Schlüssen gekommen, wie es schon angeklungen ist. Tatsächlich sind die Faktoren für die Zielerreichung tatsächlich immer noch sehr stark hereditär, familiär bedingt. Es ist so, die Mathematikleistung, Konrad Oberwimmer, der da hinten steht, hat das wunderbar ausgerechnet, faktorenanalytisch, hat herausgesagt, natürlich, das erste und wichtigste Merkmal für das Abschneiden bei Bildungsstandards ist die Bildung der Eltern und dann kommt das kulturelle Kapital zu Hause, wie viele Bücher jemand zu Hause hat und dergleichen. Auch schon gesagt wurde, welche Bildung die Eltern anstreben für ihre Kinder, hängt von ihrer eigenen Bildung ab und nicht so sehr von der Mathematiknote. Danke für das eher viel bessere Insight als dieses. Aber interessant ist auch, dass die Mathematiknote selbst zwar mit der Leistung zusammenhängt, aber auch ganz erheblich beeinflusst wird vom Bildungsstand der Eltern. Ein Faktum, das gerade in der 4. Klasse Volksschule uns bekannt ist, aber das selten so klar zum Ausdruck kommt. Wir haben aus diesem Grund einige Handlungsempfehlungen, die wir jetzt nicht im Detail anschauen wollen. Das Vorteil meiner Kurzfassung ist, der Artikel liegt vor, Sie können ihn dann wirklich genau anschauen. Ich möchte nur auf eine Handlungsempfehlung fokussieren, die auch in den Medien aufgegriffen wurde. Es ging um die Frage Ausweitung der Unterrichtszeit und ich möchte an dieser Stelle zeigen, dass solche Maßnahmen immer stark interdependent sind. Es ist nicht so, dass man an einer Schraube drehen kann, wenn man in der Volksschule etwas verbessern will. Man muss an vielen Schrauben drehen. Die Ausweitung der Unterrichtszeit selbst bewirkt wahrscheinlich einmal noch gar nichts. Man muss sich die Frage stellen, wie weit gelingt es, den Bildungsauftrag so zu fokussieren und auf Minimalstandards herunterzubrechen, dass wir weniger Dropouts haben, dass die Zeit dafür genützt wird zum Beispiel. Es hat nur dann Sinn, wenn diese Zeitstruktur sozusagen rhythmisiert wird, wenn sie in den Tagesablauf wirklich eingebettet wird. Einfach noch eine Stunde mehr ist nicht unbedingt das, was Kindern etwas weiterbringt. Die Qualität der Zeit ist hier ganz ein wesentlicher Punkt und wir müssen feststellen, danke an Michael Brunefort, hat ausgezählt, wie viele verschränkte Ganztagsschulformen es gibt. Es gibt ganz, ganz, ganz wenige, man kann sie, glaube ich, an zwei Händen abzählen in Österreich. Und diese verschränkten Strukturen hätten die Chance, zum Beispiel auch andere Bildungsanliegen außer den Förderungen in den zentralen Bereichen so zu fokussieren und vielleicht in Freizeitbereiche auszulagern, die auch mit schulischen Unterrichtszeiten sozusagen verknüpft sind. Dann spielt natürlich die ganz wesentliche Rolle für die Unterrichtszeit, wie weit entspricht sie dem, was die Kinder tatsächlich brauchen? Wie ist die subjektive Passung, wie ist die Individualisierung dieser verfügbaren Zeit und schließlich auch mit der Qualität der Unterstützung, die damit zusammenhängt, welches Scaffolding, welche persönliche oder auch didaktische Unterstützung die Kinder bekommen, um diese Zeit sinnvoll nutzen zu können. So kann man sich diese platte Empfehlung von 705 Stunden, wo wir eher im unteren Rand liegen, also deutlich unter dem EU-21-Schnitt und unter dem OECD-Schnitt liegen, zu erweitern, nur unter der Einhaltung von vielen Bedingungen sozusagen sinnvoll und möglich ist. Danke für die Ende-Geschichte, das Ende ist erreicht. Ich möchte Ihnen empfehlen, Maßnahmen im Volksschulbereich müssen mit großer Sorgfalt geplant werden. Die Volksschule ist nach wie vor ein stabiles Fundament der Bildungslandschaft. Sie muss in einigen Bereichen optimiert werden. Aber ich möchte eine ausdrückliche Warnung vor Schnellschüssen hier anbringen und bildungspolitisch Maßnahmen gut zu überlegen, gut zu flankieren, durch gute Prozessstandards zu begleiten. Und schließlich, was wir dazu brauchen, wir werden die Grundschulforschung zum Beispiel zu den Prozessparametern, liegt uns kaum etwas vor, wie wirklich Unterricht erteilt wird. Wir wissen etwas über Ergebnisse und Input und was dazwischen passiert, ist immer noch weitgehend Black Box. Wir werden die Grundschulforschung in Österreich ausbauen müssen. Dankeschön.